Da, danke für die launigen Überleitungsworte von Gerhard Zimmer. Hier ist also die Trabrennbahn in der Wiener Kreau. Zum 95. Mal wird das Graf Kallmann-Hunyadi Gedenktag in seiner Art das älteste internationale Trabrennen der Welt. Und heuer wieder ein sehr gutes Feld zusammengekommen. Das ist gleich einer der Mitfavoriten. Er kommt aus Finnland, Pferd Nummer 7, heißt Express First, ist ein 4-jähriger Hengst und wird gefahren vom 40-jährigen Trainer Tuomas Korvenoja aus Helsinki. Also 15 Pferde sind am Start aus 7 Nationen. Die beiden ersten Pferde, Lofaringia und Cegem, kommen aus Russland. Wieselczak ist auch ein Russe, der aber in Holland trainiert wird und in den europäischen Traberzentralen bekannt ist. Rosso du Gasso für österreichische Interessen mit Wolfgang Roth. Dann der Finne Jarawil mit dem dreifachen Ex-Europameister Pekka Korpisan. Gold aus Schweden, Express First aus Finnland. Die beiden Deutschen Cosmas und Noflan King, die ersten 9 Pferde von der Grunddistanz 2800 Metern. Weiter dann Don't Worry aus Schweden, Freight Collect, die österreichische Platzhoffnung mit Dieter Marz, Floral Chair mit Adolf Übleis und Chicken Spa, ein schwedisches Pferd, gefahren vom österreichischen Champion. Und von 2840 Metern 2 Franzosen, nach längerer Zeit wieder 2 Supertraber aus Frankreich hier mit dabei. Beide zählen zum absoluten Favoritenkreis. Bichou de Pignon und Hyperon. In einer Minute erfolgt hier der Start und dem Start sehen viele hier ein bisschen mit Kopfweh entgegen. Denn 9 Pferde aus einem Band hier sind Probleme beim Bänderstart vorprogrammiert, weil vor allem auch viele ausländische Fahrer mit den Startgepflogenheiten hier in der Kreau und vor allem beim Bänderstart doch nicht so vertraut sind. Und sicherlich wird die Startprobleme, die es zweifellos geben wird, einen Einfluss auf das Rennen haben. Das ist Hyperon aus Frankreich mit Jean-Étienne Dubois im Salkier, ein absoluter Distanzspezialist, ein Steher. Seine letzte Form, ein 2. Platz in Caen in der französischen Provinz über eine Steher 1420 Metern, sagt alles. Pferd Nummer 2 aus Russland, Cegem, gefahren von Alexei Trutnev. Die russischen Pferde sind schwer einzuschätzen. Wahrscheinlich sind sie nur große Außenseiter. Aber immerhin, es gab vor einigen Jahren einen russischen Traber der Europaklasse, Sorrento, der auch hier in Wien gewonnen hat, den Preis der Stadt Wien damals. Die beiden deutschen Teilnehmer wohl nur eher Außenseiter. Cosmas mit Erwin Schmalenberg und der 2. Deutsche, der im Vorjahr immerhin schon am Start hier war und 4. geworden ist, heißt Noflan King, gefahren von Günther Mandl. 3 Pferde für österreichische Interessen. Hier sehen wir Dieter Marz mit Pferd Nummer 11, Freight Collect, vor wenigen Wochen importiert aus Finnland. Dieser Freight Collect hat eine gute Form im Ausland schon aufzuweisen und hat sein erstes Rennen in Österreich, in Wels, gewonnen, ganz überlegen. Ihm könnte man ein Platzgeld hier zu. Und das also einer der 4 Favoriten. Die 4 Favoriten auf dem Wettmarkt sind die beiden Franzosen. Bichou de Pignon, Pferd Nummer 14 mit 39 für 10, Hyperon mit 30 für 10 und dann der Finne Express First mit 47 für 10 und der Schwede Sun Gold mit 48 für 10 eventual Quoto. Das sind also die Pferde, die auf dem Wettmarkt am meisten getippt werden und gewettet werden natürlich. Eine 500.000 Schilling also das Preisgeld, dem Sieger verbleiben 250.000. International gesehen ist das nicht viel, aber immerhin, es ist doch ein schöner Batzen Geld. Und vor allem vom Prestige, vom internationalen ideellen Wert ist das Hunyadi nach wie vor ein ganz großes Rennen. Österreichs bester Traber Hawk Lauko ist nicht am Start. Der Ex-Finne Seriensieger hier in Österreich und auch zuletzt international in München, sehr gut gelaufen, leidet derzeit an Husten, wäre aber ohnehin von Adi Hunyadi vorgesehen gewesen. Er hätte aufgrund seiner Gewinnsumme 40 Meter vorgeben müssen und das wäre wohl zu viel gewesen. Die nächsten Engagements für Österreichs Star-Traber Hawk Lauko aus dem Stall Gassels-Eder sind für das Ausland vorgesehen, wenn er wieder gesund wird. 2 Rennen, eines in Dienstlaken und dann eines im November in Mailand. So, jetzt konzentrieren wir uns auf die Startphase. Sie sehen Getümmel hier im ersten Band, 9 Pferde, das ist schon wirklich sehr viel. Hier gibt es einen Verkehrsstau, könnte man sagen. Und hier eine günstige Startposition zu erwischen, kann die halbe Miete sein. Die Chance, dass es einen Fehlstart gibt, ist auch relativ groß, würde ich sagen. Also Sie sehen, es gibt hier
doch einige Schwierigkeiten. Hoffen wir, dass wir nicht allzu viele Zeitverzögerungen in Kauf nehmen müssen, denn wir warten natürlich alle auf die erste Hochrechnung. Aber zunächst wollen wir mal sehen, ob wir den richtigen Hunyadi-Sieger vielleicht gewählt haben. Ich würde tippen, doch auf den Finnen, auf Express First mit Tuomas Kurvenoja. Aber natürlich haben die beiden Franzosen im letzten Band auch sehr gute Chancen. So, Achtung, der Startkommando. Ja, das ist gut gegangen. Der erste Start hat gleich geklappt. Und wer ist am schnellsten weggekommen? Wolfgang Roth mit Rozzo Di Gazzo und außen Jaravil, der Finne mit Pekka Korpi. Die beiden Franzosen aus dem letzten Band sind gut weggekommen. Eigentlich alle Pferde recht gut im Rennen, mit Ausnahme der russischen Stute, Pferd Nummer 1. Die einzige Stute im Feld ist mittlerweile auch, glaube ich, disqualifiziert worden wegen unreiner Gangart. So, vorne liegt aber Jaravil mit Pekka Korpi, Rozzo Di Gazzo mit Wolfgang Roth an zweiter Stelle. Dann folgt innen dahinter Cosmas. Außen Noflan King, also die beiden Deutschen, und ganz außen in dritter Spur versucht jetzt schon der Finne einen Vorstoß an die Spitze. Tuomas Kurvenoja mit Express First forciert das Tempo, geht nach vor und die beiden Finnen liegen jetzt vorne. Also das scheint ein bisschen nach Stallstrategie auszusehen. Die beiden Finnen diktieren das Tempo und haben jetzt die besten Positionen. Innen liegt also Jaravil mit Pekka Korpi und Press First mit Tuomas Kurvenoja. Dann folgt an dritter Stelle Wolfgang Roth. Wo liegen die Franzosen? Sie liegen noch am Ende des Feldes, haben aber bereits Anschluss gefunden. Sowohl Bijou Di Pignon, der Bahnrekordhalter in München-Dagefink, als auch Hypero, der sich jetzt schon außen anschickt, vorzustoßen. Also das Rennen ist schon in der Anfangsphase ziemlich turbulent. Hier sehen wir die Spitzengruppe. Jaravil mit Pekka Korpi liegt vorne. Außen daneben folgt Express First. Also finnische Doppelführung. Und ich glaube, die beiden Franzosen erkennen die Gefahr, dass sich die beiden da vorne das möglicherweise richten. Und jetzt stößt auch San Gold, der Schwede, mit Jan-Erik Magnusson im Salki mit nach vor und übernimmt außen die Spitze. Aber Express First hält mit. Aber San Gold gibt nicht nach und liegt jetzt vorne. Also schwedische Führung jetzt. San Gold vor Express First und dann Jaravil. Wo sind die Franzosen? Sie liegen an 6., 7. Stelle Hypero. Davor kommt auch Dieter Marz, der sich jetzt anschickt, doch sein Pferd in bessere Position nach vorne zu schicken. Denn das Rennen ist höllisch schnell. Und vorne San Gold mit 2 Längen Vorsprung vor Jaravil. Dann unverändert der zweite Finne daneben, Rozzo Di Gazzo und Fred Kolek. Die beiden Pferde des Welser Großfleischhauers Walter Scheinecker liegen sehr gut im Rennen. Dann folgt hinter Dieter Marz Hypero. Und jetzt folgt außen, da sehen wir im Moment nicht, während San Gold hier führt, ein mächtiger Vorstoß von Bijou Di Pignon. Jetzt kommt noch einmal Tempo und Bewegung ins Rennen. Noch einmal die Angriffe der Favoriten. Ganz außen ein riesen Vorstoß von Bijou Di Pignon. Wir sehen ihn hier im Bildhintergrund. Vorne liegt aber weiterhin San Gold. San Gold vor Jaravil und First Express, dann ist Hypero bereits an die 4. Stelle, 5. Stelle vorgestoßen. Dahinter, glaube ich, kann Dieter Marz das Tempo mit Fred Kolek nicht mehr ganz mitgehen. Neben ihm ist Bijou Di Pignon aufgetaucht. Und jetzt geht's in die Entscheidung. San Gold liegt vorne und Hypero taucht daneben auf. Hypero mit seinem Fahrer Jean-Étienne Dubois greift die Spitze. Und ganz außen kommt aber auch noch einmal Bijou Di Pignon und dazwischen hält sich Rosso Di Gazzo. So ganz hervorragend und könnte ein Platzgeld erreichen. Aber Hypero liegt vorne und wahrscheinlich wird er gewinnen. Hypero vor San Gold und dann kämpfen um den dritten Platz. San Gold und Rosso Di Gazzo da außen, Bijou Di Pignon. Und jetzt kommt Wolfgang Roth sogar noch an die 2. Stelle. Super ist das. Hypero gewinnt überlegen und ein Österreicher wird 2. Rosso Di Gazzo, Bijou Di Pignon wird 3. 4. dann der Schwede San Gold vor Jaravil. Der Schwede lange das Rennen an der Spitze diktiert hat. Ja, der Hypero läuft immer noch weiter in Renntempo. Er wird seinem Ruf als Dauertraber, als absoluter Steherkönig, als Distanzspezialist hier gerecht. Er hat überlegen gewonnen. Letztlich hat sich hier das Stehvermögen für den Franzosen als markanter Vorteil herausgestellt. War ein schönes Hunyadi, möchte ich sagen. Hat sich hier klar abgesetzt, der 8-jährige französische Hengst. Hypero, und Sie sehen hier Rosso Di Gazzo, der beim Aufwärmen gar keinen guten Eindruck hinterlassen ist. Mit Wolfgang Roth im Salki holt sich hier
sicher noch das zweite Geld. Und das sind immerhin 120.000 Schilling für Walter Scheinecker. Darüber wird er sich freuen. Dritter wird Bijou de Bignon, der doch zu viel ums Feld gehen musste und dann nicht mehr so recht hinkam. Und vierter dann Sangold. Die Finnen sind im Finish dann untergegangen. Also Franzosensieg nach langer, langer Pause. Zuletzt war es im Jahre 1980 durch Igor de Beauvoisin. Und ja, jetzt gibt es eine Untersuchung. Die Rennleitung hat eine Untersuchung des Rennverlaufs angekündigt. Bin mir im Moment nicht ganz klar, warum, ob es hier eine Behinderung in der entscheidenden Phase des Rennens gab. Denn über die Gangart des Siegers kann man jetzt wohl nicht mehr entscheiden. Das hätten die Bahnrichter schon tun müssen, wie hier einige Gerüchte von Turfkibitzen auftauchen, die meinen, die Gangart des Franzosen wäre nicht die beste. Wobei da eher das Wissen mitspielt, dass Hyperot manchmal eben mit der Gangart Probleme hat. Hier sehen wir also eigentlich keinen Grund für die Untersuchung, aber die Rennleitung wird schon wissen, warum sie den Rennverlauf sich noch einmal ansieht und den Einlauf noch nicht offiziell bekannt gibt. Hyperot ganz klar vorne, macht von Meter zu Meter Boden gut, muss von seinem Fahrer überhaupt nicht forciert werden. Ja, und auch in der Zeitlupenstudie sieht man, dass er zwar mit der Hinterhand gewisse Gangprobleme hat, aber ob das die Gründe, die Motive für die Ex-Offo-Untersuchung sein können, kann ich mir eigentlich als langjähriger Besucher des Hunyadis nicht so recht vorstellen. Aber wollen wir warten? Wir müssen also noch abwarten. 15, 4, 14, 6, 5, 11. Ja, der vorläufige Einlauf wird einmal durchgegeben, aber es ist noch nicht der offizielle. Der Sieger ist noch nicht bestätigt. Noch läuft die Untersuchung. Schauen wir uns noch einmal die entscheidende vom Messebogen. Da liegt Sangold noch vorne, aber außen stößt hier bereits mit mächtigen Schritten Hyperot nach vor, dessen Vater Granit im Übrigen das Hunyadi auch gewonnen hat, und zwar zweimal in den 70er Jahren. Ja, und jetzt dürfte der Einlauf bestätigt worden sein, und hier sehen wir, wie leicht hier Hyperot, gefahren vom 24-jährigen Jean-Étienne Dubois, dem Sohn des bekannten französischen Trabertrainers Jean-Pierre Dubois, der auch zweimal den Prix d'Amérique mit High Echelon und Humour gewonnen hat. Und damit ist das international sein größter Erfolg. Wir warten noch ab, bis der Sieger zurückkommt zur Siegerehrung. Die paar Sekunden, glaube ich, haben wir noch Zeit. Da sehen wir noch. Ja, also es dauert doch zu lange. Ich möchte mich daher von Ihnen verabschieden. Also französischer Hunyadi-Sieg durch Hyperot und ganz hervorragender zweiter Platz für österreichische Interessen durch Rosso Dugasso mit Wolfgang Roth. Das war auf den Königlberger.